Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Zurück im Jahr 1762, zurück bei unseren Engländern. Wir haben einen Brückenkopf in Portugal. Wir haben jetzt Porto in der Hand und natürlich dementsprechend auch Ressourcen, die hier drumherum sind. Mal gucken. Aber wir haben ein paar Problemchen. Aber was heißt Problemchen? Wir haben jetzt keinen Stahl mehr, wir haben keine Pferde mehr. Also ich denke, wir müssen hier einiges umdisponieren. Wir sehen, wir haben auch... Nee, das reicht alles ganz locker. Wir brauchen auch gar nicht so viel. Wir können hier, glaube ich, mal ein bisschen runtergehen, weil jetzt anderswo Knappheit ist. Gehen wir hier 3 runter. 40, 50, ja. Machen wir es jetzt mal wirklich ganz korrekt. So, jetzt 30. Das passt Gott sei Dank noch. Was wir verloren haben, haben wir anderweitig gewonnen. Also die Luxussachen, glaube ich, kriegen wir vernünftig. Ja, wir kriegen leider nur 2 Pferde pro Runde. Das ist echt ein Problem. Und ich glaube, Pferde kann man auch nicht weiter ausbauen. Da müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt also noch 15 Transportkapazität. Wie nutzen wir die? Oh, wir bekommen einmal Gusseisen dazu. Sehr schön. Sieht ja doch eigentlich gar nicht so problematisch aus. Nö. Wir müssen jetzt nur bei der Produktion ein bisschen Acht geben. Also... Eisenerz und Kohle. Wir müssen jetzt die Stahlproduktion forcieren, das ist klar. Kohle sind wir aber schon auf Maximum. Wir werden dann nochmal 2 mehr... Ne, 20 Eisenerz, das ist okay. Ja, und den Rest verteilen wir dann einfach mal so bunt. Auf Wolle und Holz und so. Gut. Also Transport ist alles gut, das ist kein Problem, nur dass wir zu wenig Pferde haben. Jetzt müssen wir bei der Produktion mal gucken. Wir müssen, also ein Schiff baue ich jetzt nicht mehr, aber wir müssen zusehen. Ich denke, wir haben ja wieder Husaren verloren. Wir haben ja keine Pferde jetzt. Die brauchen wir auch für die Upgrades der leichten Artillerie. Eigentlich können wir nichts mehr jetzt bauen, was Pferde kostet im Moment. Wir könnten natürlich leichte Infanterie bauen oder noch ein paar Einheiten zur Verteidigung. Musketiere für die neue Welt. Da sind wir ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ganz gut, wenn wir da was nachführen könnten. Da würde ich sagen, bauen wir mal ein Musketier und holen uns... Ach, wir haben noch nicht mal Stoff. Ist ja ein Trauerspiel. Wir können uns nicht mal neue Arbeitskräfte holen. Dabei produzieren wir 9 Stoff die Runde. Ach so, das hatten wir auch fürs Upgrade gebraucht, ne? Für die Artillerie. Okay, gut. Also, wir müssen hier wirklich jetzt mal Prioritäten setzen. Wir brauchen Stahl. Bronze brauchen wir im Moment so gut wie gar nicht. Gehen wir mal Stahlproduktion hoch. Könnte sein, dass das nächste Mal irgendwie Zucker zu wenig da ist. Noch geht es. Aber wir haben noch ein bisschen was in der Reserve, das ist gut. Ja. So ist das, glaube ich, in Ordnung. Oder machen wir es mal so. Gut. Beziehungsweise wir haben noch einen Arbeiter. Hervorragend. Okay. Hier ist nichts weiter zu tun. Hier, ja, das will sowieso keiner kaufen mehr. Forschung hatten wir ja jetzt, die leichte. Dann müssen wir mal gucken, wie wir jetzt weitermachen. Erforschbare Technologien. Ich bin am Überlegen, was haben wir hier? Verbessertes Handelsschiff, das hat Frankreich sogar. Und die Kürassiere. Aha, okay. Ach, richtig. Wir haben diese besseren Kavalleristen, die haben wir, glaube ich, durch die Indianer bekommen, ne? Wir können unsere selbst noch gar nicht aufrüsten. Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen mal... Was ist denn das verbesserte Handelsschiff? Das ist ein kleines, besseres. Das werden wir mal umsonst mitnehmen. Da werden wir kein Geld rein investieren. Was wir jetzt machen, wir werden die industrielle Forschung hier forcieren. Wobei, wir sind im Moment, haben wir ein bisschen wenig Geld. Wir lassen das mal noch. Wir gehen jetzt nur weiter, bezahlen nur weiter die Linienschiffe. Alles andere ersparen wir uns. So, jetzt bin ich gespannt,
ob das mit Braganza genauso gut klappt. Und vor allem möchte ich unsere leichte, verbesserte, leichte Artillerie mal im Einsatz sehen. Das nehmen wir mit. Wir stellen manuell auf. Und hier ist die gleiche Konstellation, die wir schon kennen. Das heißt, wir machen das auch auf gewohnte Art und Weise. 1, 2, 3, 4. Hier kommt die leichte Kaff hin. Die schwere Kaff tun wir nach oben. Jetzt kommt die neue artige Feldartillerie ins Spiel. Nee, das ist noch die alte, ne? Ich will die andere nach vorne bringen. Sehe ich denn, welche das ist? Ach so, leichte Artillerie ist das. Genau, die will ich da sehen. Sehr schön. Okay. Gut. Mehr haben wir halt im Moment nicht zum Einsatz. Und wir gehen in gewohnter Weise vorwärts. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann können wir mit dieser neuen Artillerie tatsächlich schon vielleicht im nächsten Zug, den wir machen, schießen. Wenn wir dann vorgehen. Das wäre wirklich eine Riesenverbesserung. Dann allerdings, wenn das tatsächlich so wäre, dann hätten wir eigentlich die so stationieren müssen, dass wir da oben auch gleich vorgehen können. Dann hätten wir nämlich beide gleich erledigt. Dann wäre es wieder ein Fehler gewesen, was wir hier gemacht haben. Ja, mal sehen. Wir schauen es uns an. Also wir werden mal den Reaktionsschuss jetzt auslösen wieder. Auf gewohnte Weise. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt tatsächlich so ist. Tatsächlich. Oh, fantastisch. Ja, dann ist es Quatsch. Dann ist es Quatsch. Und haben wir jetzt vermutlich die arme leichte Kavallerie dort umsonst geopfert? Dann kann uns ja wirklich wenig passieren. Was machen wir denn jetzt? Dann versuchen wir da oben nochmal so viel wie möglich Schaden zu machen. Aber die leichte Kaff werden wir bestimmt wieder verlieren. Aber wir haben wieder was gelernt. Auch wichtig. Okay. Allerdings, ich könnte sie vielleicht retten, indem ich... Warte mal, kommen wir da... Nee. Schade, wir kommen noch nicht mal in Schussweite von dem Ding. Sonst hätte ich gesagt, bringen wir unsere Artillerie in Schussweite dieser anderen. Aber das funktioniert so nicht. Na, ich bin mal gespannt. Ich meine, wir können hier noch ein bisschen fliehen oder keine Ahnung. Bringt aber nichts. So, mal sehen, was er macht. Er stirbt. Oh, tatsächlich, wir haben Glück gehabt. Warum schießt er denn nicht in seiner Runde? Das ist mir jetzt allerdings ein Rätsel. Ja, dann schießen wir. Und das war's, Leute. Wir haben keine Einheit verloren und das verdanken wir unserer modernen Feldartillerie. Jetzt haben wir echt einen technologischen Vorsprung. Das muss man mal so sagen. So, England, Portugal... Wir haben wieder irgendwas versenkt von den Portugiesen. Hervorragend. Ohne Gegenwehr gewonnen, haben wir Toronto zurückgewonnen. Sie haben sich sofort zurückgezogen. Okay, und wir haben die Provinz dort besetzt. Sind wieder im Plusbereich. So, in Lissabon sind... Ah ja, er hat jetzt alle Truppen zurückgezogen nach Lissabon, vermute ich mal. Wir haben einmal Musketiere rekrutiert. So, okay. Jetzt müssen wir mal sehen. Wir machen weiter mit dem Bau von Festungen. Nur in Grenzregionen. Stockholm hat, Småland hat, Holland hat, der Südnorwegen hat. Oh, dann ist jetzt nur noch Trondheim hier in Skandinavien. Das ist schon mal beruhigend. Sind wir hier einmal durch mit, dann würde ich sagen, gehen wir dann rüber in die neue Welt. Und machen da weiter mit Festungen. Da unten haben wir überall. Ja, dann hier, ne? Du hast dort den Weg gebaut. Dann geh mal hier rüber. Pff,
zum Festungsbau. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie jetzt hier der Stand der Dinge ist. Also vermutlich hat er jetzt in Lissabon alles, was er noch besitzt, zusammengezogen. Die Frage ist, lohnt es sich eigentlich vom Aufwand jetzt, hier diesen Angriff überhaupt irgendwann zu führen? Aber irgendwie, wir müssen ihn irgendwann führen, ne? Also ich würde mal sagen, wir warten natürlich nochmal ab und dann warten wir so lange ab, bis wir bis wir unsere gesamte Mannschaft dort mit der Superfeldartillerie ausgestattet haben. Und dann würde ich sagen, greifen wir an. Und wir müssen die ein bisschen besser verteilen, denke ich, hier zur Verteidigung. Da brauchen wir aber, glaube ich, nur noch die Feldartillerie ein bisschen hin und her zu schieben. Also ich denke, ja, so machen wir das. Wir versuchen, Lissabon anzugreifen, auch wenn es heftig wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Hauptstadt hat dann immer noch mal eine Festungsstufe mehr. Also wir müssen vermutlich damit rechnen, dass sie 3 schwere haben. Und was sehe ich hier? 8 leichte Artillerie? Oh mein Gott! Kann man die nicht irgendwie aushungern? Oder vielleicht ist es sogar sinnvoller, einfach Frieden zu schließen, was ich meinte, okay, diese eine Provinz oder 2 Provinzen, die wir da nicht erobern, stören die uns wirklich? Spannende Frage. Wir könnten auch Alentejo erobern und dann Frieden schließen. Dann haben die wirklich nur noch Lissabon. Nee, aber bevor wir das machen, müssten wir natürlich die portugiesischen Kolonien erobern. Das ist auch klar. Ach, das ist knifflig. Das ist knifflig jetzt. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal Upgrades. Okay, da fehlen uns die Pferde, ja. Das ist jetzt wirklich das Problemchen. Und dann mal überlegen, mit wie viel leichten Artillerien müssen wir hier stehen, damit wir das vernünftig verteidigen können, wenn die jetzt mit voller Mannschaft das eine oder das andere angreifen. Wir haben eigentlich hier nicht viel Spielraum. Puh. Wir haben im Moment hier 8 zur Verfügung. Na, ich teile es jetzt erstmal wirklich so auf, dass wir 4-4 machen. Und dann müssen wir sehen. Ich würde natürlich gerne dann hier in den Kolonien allerdings offensiv vorgehen. Und ich glaube, das ist auch machbar. Weil ja hier jetzt nichts mehr großartig ist. Allerdings brauchen wir natürlich dann leichte Artillerie hier. Das ist der Punkt. Haben wir noch irgendwo Reserven? Irgendwo hatten wir doch noch eine leichte Artillerie. Ja, hier. Die bringen wir. Ja, die bringen wir jetzt mal in die neue Welt. Als Vorbereitung für einen Angriff. Okay. Porto verteidigt dann erstmal. Ottawa verteidigt. Toronto verteidigt. Diese eine schwere Infanterie würde ich fast lieber nach Porto bringen. Oder? In die neue Welt. Nee, in der neuen Welt brauchen wir sie gar nicht mehr. Ich glaube, die haben jetzt wirklich alles nach Lissabon gezogen. Gut. Damit haben wir das. Prima. Dann gucken wir hier hin. Also, wir haben keine neuen Transportkapazitäten. 51,50. Das stimmt. Was neu dazugekommen ist? Irgendwas ist hier dazugekommen. Habe ich das Gefühl. Stoff können wir direkt einmal holen. Das ist schön. Das können wir gut gebrauchen. Und direkt einmal Bauholz. Auch das ist positiv. Gewürze. So, damit haben wir alles abgeschöpft. Aha, wir können 2-mal mehr Zucker holen. Und damit eigentlich wieder einen neuen Lehrling einstellen. Dann nehmen wir mal, wie sieht es eigentlich mit den Wolle, haben wir genug. Das heißt, wir gehen mal hier mit der Wolle runter, mit dem Zucker hoch. Gut,
Dann brauchen wir wirklich jetzt erstmal Arbeiter, um überhaupt Lehrlinge ausbilden zu können. Und da holen wir auf jeden Fall uns zwei. Mehr Einheiten kann ich jetzt nicht bauen. Ich brauche zumindest Stahl und Pferde für die Upgrades. Ja, dann haben wir nicht so viel zu tun. Wir müssen die Zuckerraffinerien voll ausstatten, das ist klar. So. Bronze 9,4, das ist okay. Das ist auch okay. Ich würde mal sagen, das kann so funktionieren. Damit bin ich einverstanden. Wir haben ja jetzt Geld, deswegen können wir durchaus hier jetzt mal anfangen, Geld auszugeben. Bessere, effizientere Forschung, das hilft auf jeden Fall. So, 655, wir machen ja kaum Angriffe. Jetzt bin ich mal gespannt, ob von Lissabon aus ein Gegenangriff kommt. Wenn, das Problem ist, wir müssen uns ja hier auf zwei Provinzen aufteilen. Und wenn sie natürlich mit ihrer vollen Macht hier mit 8 leichten Artilleries eine davon angreifen, weiß ich nicht, ob wir das halten können. Das ist dann die große Frage, ne? So, was haben wir hier? Frankreich zerstört ein Fort in Basel und hat den letzten Außenposten der Portugiesen damit erobert. Spanien vernichtet damit endgültig Italien. Jetzt gibt es nichts mehr außer Irland. Jetzt spitzt sich das langsam zu hier. Also wenn die jetzt irgendwas unternehmen wollen, ich glaube, vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, wo wir mal mit einem Bündnisangebot reagieren sollten, damit wir uns irgendwie da ein bisschen absichern in dieser Hinsicht. Okay, keine besonderen Nachrichten. Dann gehen wir erstmal auf die Diplomatie und versuchen mal ein Bündnis mit Spanien hinzukriegen. Das holt zwar Spanien auch in den Krieg mit Portugal, das heißt, sie könnten hier möglicherweise auch noch was erobern, aber das finde ich jetzt auch nicht so gefährlich. Gut, wir fangen mal, bauen jetzt hier ein Fort weiter. Dann wollten wir, glaube ich, hier ein Fort bauen und wir sichern uns jetzt erstmal in den Kolonien ein bisschen ab. Vor so Kleinstangriffen. Das ist gewissermaßen der Zukunftsmusik. Das ist am Ende jetzt der Schutz im nächsten Krieg gegen Spanien oder Frankreich, damit die nicht einfach mit wenigen Truppen hier, mit ein, zwei Kavalleries unsere Kolonien überrennen können. Das ist der Hintergrund jetzt. So, und hier müssen wir überlegen, was bauen wir jetzt hier weiter aus? Ich will ja Stufe 2 jetzt verstärkt machen. Tja, wir könnten jetzt mit Kohle weitermachen. Alles, was hier ist, transportieren wir ja umsonst, ne? Ich gucke mal ganz kurz auf unsere Ressourcen. Kohle haben wir eigentlich genug. Wir sind eigentlich allgemein ziemlich gut ausgestattet. Kann man irgendwo was ausbauen, dass wir Endprodukte bekommen? Das ist vielleicht nochmal der interessanteste Punkt. Ja, wenn wir hier zweimal Eisenerz und Kohle haben, dann kriegen wir vielleicht Stahl von Air. Das wäre natürlich gut. Das können wir jetzt nochmal gucken, irgendwo, ob wir da nochmal was Sinnvolles machen können. Hier würden wir aus Ambro Bretter bekommen, glaube ich. Oder kriegen wir die schon? Nee. Wenn wir vier haben, 1, 2, 3, 4, dann würde sich das hier lohnen. Okay, also bauen wir hier weiter aus und dann machen wir mit dem Zweier Zucker weiter. Hier. Gut, der eine General, ich weiß nicht, wo ich mit dem hin soll. Wir haben eigentlich zwei Generäle mehr als zwei Angriffsarmeen, nutzen wir eh nicht. So, sie haben nicht angegriffen. Tja. Gehen wir erstmal hier auf Verteidigung. Und wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir irgendwie hier mal so eine Angriffsarmee zusammenbekommen. Also ich bräuchte, denke ich, drei. Das ist Stufe 1, glaube ich, ne? Das sind Stufe 1 Festung, ja. Dann bräuchte ich drei oder vielleicht sogar zwei gute Artilleries nur. Hier haben wir ja zwei. Machen wir mal hier ein Upgrade. Ah, die verdammten Pferde. Gibt es nicht irgendwo noch Pferde zu holen?
Habe ich möglicherweise irgendwo Pferde übersehen? Wo haben wir eigentlich unsere Pferde her? Also hier haben wir einmal Pferde. Sind möglicherweise in Schweden Pferde, die wir noch nicht... Ja, die hier aus Südnorwegen. Aber ich glaube, die holen wir uns schon. Pferde gibt es, glaube ich, nur in der alten Welt. Hier trifft man auf keine Pferde. Also Pferde ist echte Mangelware. Wir könnten natürlich versuchen, Pferde zu kaufen. Das ist vielleicht überhaupt die Idee. Das sollten wir machen. Wir müssen das mit dem Papier... Na, lassen wir das nochmal. Wir müssen ein bisschen was frei machen, um Pferde zu kaufen. Bedarf an Pferden. Melden wir mal an. Gut. Also, der Plan ist jetzt folgendes. Wir halten jetzt hier die Defensive gegen Lissabon. Wollen dann, solange es zwischen Frankreich und Spanien oder mit Frankreich und Spanien, solange das hier ruhig ist, versuchen wir noch den Rest der portugiesischen Kolonien zu erobern. Wenn es dann immer noch ruhig ist, würde ich noch versuchen, Alentejo zu erobern. Und dann, wenn das alles gelungen ist, würde ich einen Frieden mit Portugal schließen, sodass sie nur noch ihre Hauptstadt haben. Das kostet für mich einfach zu viele Ressourcen, die anzugreifen. Und dann, tja, dann mal sehen, wie die Gesamtlage ist, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Stein.